Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 18. Spieltag steht an, die Rückrunde geht also los. Ich habe jetzt wieder alles in eine Prognose gepackt, weil ich in den Kommentaren gelesen habe, dass das wohl so am beliebtesten ist, was ich auch verstehen kann. Ich probiere es zeitlich hinzubekommen. Apropos Zeit, dementsprechend oder entsprechend der englischen Woche habe ich jetzt keine Samstagskonferenz hinbekommen. Das würde ich auch bis morgen nicht mehr schaffen und dann wäre es danach zu spät. Kurze, knappe Zusammenfassung. Ab nächster Woche wird es dann aber wieder ausführlicher, wenn keine englische Woche ansteht. Ja, ich hoffe, ihr versteht das und ich glaube, das tut ihr auch. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten und los geht's mit dem Freitagsspiel Gladbach gegen Dortmund. Für Borussia Mönchengladbach war der Sieg über den SV Werder Bremen ein regelrechter Arbeitssieg. Entschuldigen müssen sie sich dafür aber nicht, denn die drei Punkte waren eingefahren. Der BVB unterlag der Mannschaft aus Leverkusen, hier also Wiedergutmachung angesagt und Schwarz-Gelb legte auch richtig stark los. 19. Minute das 0:1, Erling Haaland in den letzten Wochen etwas in Anführungszeichen untergetaucht, aber das hier macht er dann wieder stark. Ist eben auch noch ein junger Spieler. Auf der anderen Seite haben wir Alassane Plea, der für Borussia Mönchengladbach jetzt nach langer Verletzungspause wieder voll in der Kraft steht und den Ausgleich hier markiert. Das war wirklich ein turbulentes, ein spannendes Spiel zwischen zwei Teams, die fußballerisch eben über jeden Zweifel erhaben sind. 1:2 Jude Bellingham. Der BVB hat mit Verletzungen und Gelbsperren zu kämpfen. Dadurch Bellingham auf der 6 aktuell gesetzt. Und somit auch hier erfolgreich. 2:1 zur Pause also für den BVB. Borussia Mönchengladbach aber hatte noch alle Möglichkeiten, das Ganze hier umzuwenden. Denn gegen die Bayern zu Hause hatte man ja beispielsweise sogar 0:2 hinten gelegen. Am Ende gewonnen. Der BVB aber war hier wacher und Bellingham schlug doppelt zu. 50. Spielminute, den nagelt er aber auch ins Netz hinein. Da ist für Jan Sommer nicht zu halten. Borussia Mönchengladbach aber noch immer nicht demoralisiert. Lars Stindl, schöner Ball zu Plea, der nicht im Abseits steht. Alassane Plea, 2:3, 58. Spielminute. Borussia Mönchengladbach direkt wieder zurück im Spiel im regnerischen Borussia-Park. Er gab sich dann in der Folge tatsächlich eher ein kämpferisches Spiel. Die ganz große, feine Klinge wurde hier nicht ausgepackt. Stattdessen nochmal Player nach vorne geschickt, aber diesmal stand er tatsächlich im Abseits. Es war wieder richtig knapp die richtige Entscheidung. Es hätte das 3:3 sein können, aber die Abseitsposition war dann unstrittig. Gladbach verliert mit 2:3 zum Auftakt in den 18. Spieltag und muss sich guten Dortmundern geschlagen geben. Am ersten Spieltag konnte der SC Freiburg den VfB Stuttgart in der Bundesliga schlagen. Im DFB-Pokal allerdings setzten sich die Schwaben durch. Freiburg in den roten Trikots wollte hier wieder eine gute Leistung zeigen, wie zuletzt gegen Frankfurt mithalten. Und der VfB Stuttgart, der hatte so seine Probleme, wie schon in Bielefeld. 26. Minute 1:0 Vincenzo Grifo. Allerdings jetzt mittlerweile beim VfB González und Silas Wamangituka, beide nach Gelbsperre zurückgekehrt. Und das merkte man im Offensivspiel, auch wenn Freiburg das defensiv sehr gut und diszipliniert gestaltete. Endo, diesmal kann er sich durchsetzen, legt den Ball quer und González am zweiten Pfosten schiebt dann ein. Das war diesmal nicht so stark verteidigt von Freiburg, beziehungsweise das war echt schwach verteidigt. 1:1 also zur Pause, ging so in Ordnung. González und Silas im Fokus. Wichtig, dass die zurückkehren. Klar, nur an deren Fehlen lag es nicht, dass sie 3:0 bei Bielefeld verloren haben, aber es war sicherlich auch Teil der Wahrheit. Defensiv aber der VfB mittlerweile wieder stabilisiert und nach vorne eben mit genialen Spielern wie González und hier Wataru Endo. Eigentlich ja eher auch als Aufräumer bekannt, aber
Auch nach vorne schaltet er sich hin und wieder ein. 2:1 für den VfB und der SC Freiburg. Er hatte nun so ein bisschen die Probleme, das wieder einzufangen. Die Stuttgarter kamen ins Rollen. Und wenn das läuft, auswärts vor allem, dann werden sie brandgefährlich. Mateo Klimovic in der 76. Minute mit dem 3:1 und der Entscheidung in diesem Duell. Florian Müller kommt nicht mehr an diesen Ball ran, sodass der VfB sich von der Pleite bei Arminia Bielefeld regeneriert, hier die 3 Punkte einsackt und der SC Freiburg nach 5 Spielen mit Siegen in Folge jetzt 3-mal hintereinander nicht gewinnen konnte. Bayer 04 Leverkusen scheint zurück zu sein. Sieg gegen den BVB, auch wenn es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so überzeugend war wie im ersten Durchgang gegen Schwarz-Gelb. Der VfL Wolfsburg, ein dreckiger Arbeitssieg gegen den ersten FSV Mainz 05, sagten sie ein. Und so ähnlich wollten sie es auch hier wieder gestalten, wenngleich es schwieriger werden dürfte. Schlager aber, er hatte hier in der 6. Spielminute die erste gute Möglichkeit, die er auch direkt verwandelte. Schlager zu Philipp, nicht im Abseits. Der löst sich direkt im richtigen Moment. Philipp vor Radetzky mit dem kühlen Kopf. 21. Minute 0:2. Bayer 04 Leverkusen jetzt in der Defensive doch wieder etwas fahrlässig, was man von Peter Boss Mannschaften ursprünglich gewohnt war. Hatte man in letzter Zeit nicht mehr so oft gesehen. Jetzt aber war das wieder der Fall. Aber nach vorne natürlich haben sie auch einfach individuelle Qualität. 35. Minute, der Anschlusstreffer schon. Moussa Diaby, super Direktabnahme, da ist überhaupt nicht zu halten für Kuhn-Castells. Und Leverkusen hatte die Möglichkeit, noch auszugleichen vom Seitenwechsel. Arangis, Kopfball, Lucas Alario kommt da doch recht frei zum Abschluss. Setzt sich da ab von seinem Gegenspieler. Und dann fehlt nicht viel, ob da Ottavio auf der Linie noch was hätte retten können. Hypothetisch. 1:2 also nach 45 Minuten. Es war noch alles offen, der VfL Wolfsburg aber trotzdem mit der besseren Ausgangslage. Das Momentum aber trotzdem weiterhin bei Bayer 04 Leverkusen. Und so sah es dann auch aus. Kuhn-Castells mit dem Verzweiflungsball. Arangis dazwischen. Würzleg quer zu Lucas Alario. Pfosten nochmal Alario. Und den setzt er daneben, obwohl er ihn nie im Leben daneben setzen darf. Klar, das ist dann eine kurze Reaktionszeit. Und dennoch ist der für Alario eigentlich einfach zu machen. Schlussphase. Leverkusen mit dem weiten Ball. Tapsoba, eigentlich ein Befreiungsschlag. Der kommt dann aber zu Bailey. Wolfsburg weit aufgerückt. Bailey zu Moussa Diaby. Und den kennen wir ja noch. Fast eine Kopie von seinem ersten Treffer. Diesmal aber mit der Brust sogar nochmal angenommen und wunderschön verwandelt. 2:2 verdientermaßen endet dieses Duell mit einem Remis. 4 Tore also in einem unterhaltsamen Bundesligaspiel. Das war von Arminia Bielefeld schon mal ein richtiges Ausrufezeichen in Richtung Konkurrenz. 3:0 gegen Mitaufsteiger Stuttgart und hier gegen Frankfurt hat Dritsu Duan die erste Möglichkeit. Nach einem guten Freistoß, der hier sich einen Ticken zu spät senkt, das sieht Kevin Trapp und muss nicht eingreifen. Arminia Bielefeld macht also durchaus Laune. Eintracht Frankfurt in den letzten Wochen sowieso. Auch wenn sie beim 2:2 gegen Freiburg etwas Glück hatten, war das schon alles in allem ein vernünftiges Ergebnis, ein vernünftiges Spiel. Hier hätte man spätestens in der 17. Minute durch Djibril Sow das 1:0 machen können. Sehr gute Tat aber von Stefan Ortega, der ja wirklich einige Monsterparaden auspackte. Und Bielefeld, vor allem nach Standards, waren sie gefährlich. Hier Sergio Córdoba, 37. Minute, steigt da hoch, setzt sich gegen 2 Gegenspieler durch, unter anderem Hinteregger. Das muss man auch erstmal schaffen und verlangt da dem einen oder anderen Respekt ab. 0:0 stand es zur Pause, aber ein durchaus unterhaltsames Spiel von Mannschaften, die hier durchaus spielerisch überzeugen konnten. Eintracht Frankfurt jetzt in der zweiten Hälfte aber erstmal besser. Hasebe, gutes Auge für Kamada und 1:0 für die Gäste. 55. Minute,
abseits verdächtig, aber alles regelkonform. Der Führungstreffer für die Hütter Elf. Arminia Bielefeld hatte aber noch genug Zeit, das zu korrigieren, und sie kamen mit Doan, der nicht durchkommt, Kunze zu Sergio Córdoba. Aber zu unplatziert. Kevin Trapp ist schnell da und hat den Ball zwischen den Fingern. Frankfurt verpasste es, die Entscheidung zu erzielen, aber die Zeit lief auch so langsam davon. Hier Silva zu Kamada. Muss hier den Doppelpack machen in der 77. Minute und damit eigentlich alles entscheiden. Arminia Bielefeld dadurch also weiterhin im Spiel. Etwas mehr als 10 Minuten waren ja noch zu gehen. Allerdings kam danach nichts mehr. Frankfurt bringt die knappe Führung über die Zeit und gewinnt verdientermaßen knapp gegen tapfer kämpfende Bielefelder. Der erste FSV Mainz 05 muss wirklich aufpassen, nicht richtig abgeschlagen zu werden. Mit dem FC Schalke 04 dümpeln sie da auf 17 und 18 rum und können sich dann ab und an mal abwechseln, wer die rote Laterne übernimmt. Aber mittlerweile muss man ja froh sein, wenn man irgendwie noch den 16. Tabellenplatz erreicht. Heute gegen RB Leipzig, ein Angstgegner des ersten FSV Mainz 05, sollte jetzt ausgerechnet die Wende her. Schwer einzuschätzen. Aber Mainz, sie versteckten sich zumindest nicht und kamen jetzt auch mal nach vorne. Öztunali hat da zu viel Platz und schießt das 1:0. Schon gegen den BVB war er treffsicher, diesmal vorbei an Peter Gulaschi. Aber so viel Platz darf ein Bundesligaspieler im Strafraum eigentlich nicht zugestanden bekommen. Dass da der Gegentreffer fällt, ist eigentlich einleuchtend. RB Leipzig jetzt aber gefordert und mit Wut im Bauch. Bell vor die Füße von Kampel geklärt. Darf so auch niemals passieren, aber geschieht halt, wenn man da unten drin steht. Kevin Kampel mit dem Ausgleich 1:1 nach 45 Minuten. Ja, das war für den ersten FSV schon ärgerlich, aber unter dem Strich auch das verdiente Resultat im zweiten Durchgang. Dann wieder RB Leipzig, die bessere Mannschaft, die spielbestimmende Mannschaft. Mainz konnte nicht viel entgegenwirken und hinten hatten sie dann zum Glück aus ihrer Sicht zumindest Robin Zentner, der gut pariert. Hier beispielsweise mal gegen Alexander Sørloth, kein schlechter Abschluss, aber dann eben auch zu parieren, schöne Tat von Zentner. Knapp weniger als eine Viertelstunde noch zu spielen. Der erste FSV Mainz 05, vielleicht ja mit dem Lucky Punch. Mateta ja mittlerweile sicher weg in der Premier League. Und hier hätten sie das Ding entscheiden können, entscheiden müssen. Öztunali aber bekommt den Ball diesmal nicht vorbei an Gulaschi, obwohl er es eigentlich gut macht. Und so endet das Spiel mit 1:1. Und damit können beide Mannschaften eigentlich überhaupt nicht leben. Der FC Augsburg war kurz davor, gegen den FC Bayern München zumindest einen Punkt zu holen. Und er wäre wohl nach 90 Minuten auch nicht unverdient gewesen. Union Berlin ebenso gegen RB Leipzig. Aber da war es schon eine verdiente Angelegenheit, diese 0:1. Pleite. Dieses Spiel hier hatte nicht so richtig viel zu bieten. Man war nicht zu begeistern oder vor allem war man nicht zu beneiden, wenn man sich das angeguckt hat über die 90 Minuten. Das hier nach einer halben Stunde die größte, in Anführungszeichen, Möglichkeit. Dann war auch Halbzeit. Wir wurden also erlöst. 45 Minuten voller Langeweile. Muss man vielleicht auch beiden Teams einfach mal zugestehen. Vor allem der erste FC Union Berlin, der ja wirklich eine überragende Saison spielt, scheint aktuell ein bisschen mit der Luft Probleme zu bekommen. Der FC Augsburg etwas wacher und sie mussten ja jetzt auch mal wieder was machen. Die unteren Plätze, vor allem der 16., er kommt näher. Das hier ist mal Finn Bogason. Er verschoss den Elfmeter gegen die Bayern. An den Pfosten setzte er den Ball. Hier Hübner, der reingrätscht, und Lute, der sich auf den Ball schmeißt, der Ex-Augsburger. Unter 20 Minuten Spielzeit noch auf der Uhr, noch einmal der FC Augsburg. Hahn in der Mitte sieht da Niederlechner, klasse weitergeleitet, und Marco Richter mit dem 1:0. Das nicht unbedingt überfällige, aber schon verdiente 1:0 für den FC Augsburg. Toll vorgelegt von Niederlechner, gut und sicher abgeschlossen von
Marco Richter, der den Treffer hier erzielt. Union Berlin musste jetzt kommen. Reasson über die rechte Seite. Lässt sich da eigentlich von Iago fast abhängen. Kommt trotzdem noch zur Flanke. Aber Giekiewicz hat das Ding ganz sicher. Es kam nicht mehr von Eisern Union. Und so müssen sie sich hier zum zweiten Mal in Folge mit 1:0 auswärts geschlagen geben. Der FC Augsburg gewinnt. Und das sogar zu 0. Die Hertha hat mittlerweile ein richtiges Problem und muss endlich mal wieder siegen. Und das soll gegen den SV Werder Bremen bestenfalls funktionieren. Es sah nicht schlecht aus. Der SV Werder Bremen versteifte sich auf die Defensive. Trotzdem alle Lücken schlossen sie nicht. Wladimir Darida hier mit der ersten guten Abschlusssituation, gehalten dann von Pavlenka. Werder schlug sich gut gegen Borussia Mönchengladbach, hätte sicherlich auch den Punkt verdient gehabt, aber sie verpassten es, die Chancen zu nutzen. Diesmal hatten sie relativ wenig Chancen. Stattdessen Pavlenka immer wieder im Fokus. Hier war erst eine knappe Viertelstunde gespielt. Luke Bacchio scheitert danach, verflachte das dann aber wirklich auf unterste Bundesliga-Ebene. 0:0 nach 45 Minuten, das logische Resultat. Werder Bremen wachte im zweiten Durchgang dann aber auf und merkte, hier war eigentlich mehr möglich gegen verunsicherte Hertaner im Bumm. Aber im Abseits beschwert er sich, ob jetzt beim Linienrichter oder bei Sargent, dass der Ball zu spät kommt. Es war auf jeden Fall eine eindeutige Situation. Was war mit Hertha los? Lange nichts mehr zu sehen im zweiten Abschnitt. Jetzt nochmal in der Schlussphase mit Mateusz Kunja und Lukas Tusa. Wladimir Darida, Peter Pekarik. 87. Minute, das 1:0 für die Hertha. Der Lucky Punch sitzt. Pekarik sinnbildlich als rechter Verteidiger, dass er das Tor schießt. Die Hertha hat weiterhin große Probleme, aber zumindest jetzt mal wieder 3 Punkte eingefahren. Und das ist das Wichtigste. Werder Bremen fährt mit leeren Händen nach Hause. Der FC Schalke musste nach dem kurzen Auf und dem 4:0 gegen Hoffenheim jetzt den nächsten Rückschlag hinnehmen. 1:2. Im direkten Duell mit dem 1. FC Köln gegen den Abstieg. Das war bitter. Der FC Bayern München mit etwas Glück zum 1:0 Auswärtssieg beim FC Augsburg. Da ist alles im Soll und so auch hier am Sonntagnachmittag. 11. Minute, Thomas Müller mit dem 1:0. Robert Lewandowski wurde geschont. Der saß noch auf der Bank, nachdem er angeschlagen vom Platz musste unter der Woche. Es lief aber trotzdem beim FC Bayern München, denn es gab dann einen Handelfmeter. Ozan Kabak stellt sich da äußerst unglücklich an. Und dass die Handregel in der Bundesliga einen gewissen Ruf hat, das wissen wir auch. Serge Gnabry nimmt sich der Sache an. Gnabry gegen Fährmann, der an den Pfosten, aber Sané setzt am schnellsten nach. Und das ist auch sinnbildlich für den FC Schalke 04. Selbst wenn man kurz glaubt, man hat hier das Ding im Griff, kommt dann irgendwo der nächste Nackenschlag daher. 0:2 also, der FC Bayern München war hier wirklich vollkommen überlegen. Der FC Schalke 04 vielleicht noch etwas belastet vom Hinspiel, von dieser Auftaktpleite, die es so richtig in sich hatte. Ralf Fährmann sorgte hier aber dafür, dass es kein Debakel wurde, zumindest noch nicht in den ersten 45 Minuten. Joshua Kimmich scheitert da. So steht es nur 0:2 nach 45 Minuten. Aber für den FC Schalke war jetzt eigentlich auch klar, hier würde es keine Punkte mehr geben. Es geht nur noch um Schadensbegrenzung, wenngleich der FC Bayern sich ja bei Führung manchmal schwerer tut. Hier sah es überhaupt nicht so aus. Schalke konnte hier einfach nicht Fuß fassen. Kimmich mit der nächsten Möglichkeit, wieder scheitert er an Fährmann. Die Zeit trudelte langsam aus. Der FC Bayern München hatte hier nach wie vor mehr als nur alles im Griff und mit Gnabry in der 73. Minute dann auch die Entscheidung, die allerendgültigste auf dem Fuß. Er macht seinen verschossenen Elfmeter wieder gut. 3:0, sicherer, glatter Sieg für die Gäste aus München und der FC Schalke 04 muss sich jemanden auf Augenhöhe suchen.
Hoffenheim lebt, Köln lebt. Beide Mannschaften konnten in der englischen Woche am Dienstag bzw. am Mittwoch gewinnen. Für Hoffenheim heißt es nachlegen. Der erste FC Köln hier mal wieder im direkten Duell erstmal auf die Defensive spezialisiert. Vielleicht ja doch mal wie in Gelsenkirchen wieder glücklich gewinnen. Aber Hoffenheim wollte da nicht mitspielen und konnte hier am Sonntagabend auch die ersten Chancen herausspielen. Wirklich gut war es allerdings nicht. Rode hier zieht den Ball deutlich vorbei. Köln, das muss man aber auch sagen, es ist nicht nur Glück, wenn man auf Schalke und auf Dortmund Punkte mitnimmt. Am Ende gilt es, die Klasse zu erhalten, aber dafür sollte man hier nicht so verteidigen. Elf Meter vor dem Tor bekommt Diaby Samaseko den Ball komplett frei vor die Füße gespielt und kann abschließen. 26 Minuten waren da gespielt, bedeutete gleichzeitig das Halbzeitresultat. Und Hoffenheim wollte mehr und bekam auch den Platz vom 1. FC Köln, der eigentlich zumindest in der Defensive meist kompakt stand. Ein weiter Ball von Dabur zu Andrej Kramaric und der zieht davon. Kramaric im Strafraum gegen Timo Horn. Aber nur der zweite Sieger. Knappe Stunde hier gespielt. Das 2:0 wäre schon sowas wie die Vorentscheidung gewesen, weil von den Geisböcken wirklich kaum bis gar nichts kam. Bis in die Schlussviertelstunde hinein. Nun tatsächlich mal Markus Gisdols Mannschaft nach vorne unterwegs. Thielmann, der Siegtorschütze. Duda und Skiri mit dem 1:1. Aus dem Nichts. 78. Minute. Baumann kommt raus, aber kann den Einschlag nicht verhindern. Köln feiert, holt das, genau das, was sie haben wollten. Einen Punkt nehmen sie mit aus Sinsheim, können damit absolut zufrieden sein. Für Hoffenheim ist es nicht der Weltuntergang, aber hier hätten sie gewinnen müssen. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose auch wieder gewesen sein. Wie gesagt, ab nächster Woche wird es dann auch wieder ausführlicher. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bleibt gesund und adios.